Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Vor ungefähr 2,5 Monaten haben die liebe Caro von Caros Bücher und ich uns von einer Videoidee inspirieren lassen. Und zwar haben wir auf dem Kanal von Jennys Lesestoff die sogenannte buchige Schnitzeljagd entdeckt. Und bei dieser Schnitzeljagd geht es darum, den jeweils anderen Aufgaben zu stellen und für diese Aufgaben müssen dann entsprechende Bücher herausgesucht werden und zu dem jeweiligen anderen geschickt werden. Und genau zu dieser Videoidee hatten wir ebenfalls sehr, sehr große Lust und haben es jetzt durchgeführt, beziehungsweise die Aufgaben hatten wir uns schon im Oktober gestellt und die Bücher dann so mit Ende Oktober zugesendet entsprechend, aber leider kam die Pandemie uns dazwischen. Deswegen sind wir jetzt erst dazu gekommen, die Bücher auszupacken. Ich habe hier auch noch das Paket noch ungeöffnet. Ich habe es so ungefähr jetzt so 1,5 Monate tatsächlich in meinem Arbeitszimmer liegen gehabt und bin täglich dran vorbeigegangen und durfte es einfach nicht öffnen und bin daher jetzt sehr, sehr froh, dass jetzt endlich die Gelegenheit ist, dieses Paket aufzumachen und zwar mit euch und ich freue mich schon sehr darauf. Und weil wir die Aufgaben ja im Oktober, Anfang Oktober, Mitte Oktober uns gestellt haben, sind die Aufgaben noch sehr ja, herbstlastig, sind vielleicht ein Stück weit auch auf Halloween ja, abgestimmt, weil das so ungefähr die Zeit war. Und jetzt ist ja schon Winter, also wundert euch nicht, dass die Aufgaben noch sehr, sehr herbstlastig sind. Aber ich finde, das ist gar nicht so tragisch, weil wir haben zwar jetzt schon ja, sehr, sehr winterliche Temperaturen, aber es passt dennoch für mich so in die Stimmung hinein. Und ja, ich freue mich jetzt sehr, dieses Paket mit euch aufzumachen. Ich werde jetzt kurz für das Auspacken des Paketes die Kamera drehen, damit ich das Paket einfach ein Stück weit besser auspacken kann. Aber bevor ich das Paket auspacke, zeige ich euch noch, welche Aufgaben ich der lieben Caro gestellt habe und ich bin jetzt sehr gespannt, welche Bücher sie mir in diesem Paket zusammengestellt hat. Hallo liebe Caro, ich hoffe, dir geht's gut und du hast ein wunderbares Wochenende und du hast auch so tolles Herbstwetter wie wir hier. Ich möchte dich gar nicht so lange auf die Folter spannen und dir nun meine 5 Fragen nennen, damit du dir ebenfalls Gedanken um 5 Bücher machen kannst, die du mir in einem Paket zusammenschnüren möchtest. Und meine erste Frage lautet nun, ich sitze gemütlich im Wohnzimmer unter einer sehr, sehr flauschigen Decke bei einer warmen Tasse Tee. Draußen wütet nur so das Gewitter und ich erschrecke hoch bei dem nächsten Donner und am ganzen Körper habe ich Gänsehaut. Ich suche also ein Buch, wo die Spannung nur so knistert. Meine zweite Frage. In meiner aktuellen Lektüre Der Gesang der Flusskrebse wird der Herbst wie folgt beschrieben. Und genau in dem Moment frischte der Wind auf und abertausende gelbe Platanenblätter rissen sich von ihren Lebensadern los und strömten über den Himmel. Herbstblätter fallen nicht, sie fliegen. Sie nehmen sich Zeit und genießen ihre einzige Chance, frei zu sein. Sie blitzen im Sonnenlicht, wirbelten und segelten und flatterten auf den Schwingen des Windes. Ich suche ein Buch, was genauso zart ist, wie die Beschreibung bzw. das Zitat, was ich dir gerade vorgelesen habe. Meine dritte Frage. Die Tage werden kühler und es regnet draußen und wir treffen uns auf einem Kakao in deinem Lieblingscafé. Und ich frage dich nach einer Empfehlung, die du in den letzten Jahren im Herbst gelesen hast. Ich denke, dass dir die Frage durchaus bekannt vorkommt. Meine vierte Frage. Die Tage werden ja bekanntlich immer kürzer und die Dunkelheit nimmt Zuwachs, sag ich mal. Und ich denke, es ist der perfekte Zeitpunkt, in ja eine dunkle Seele zu schauen. Und die letzte Frage, also die fünfte Frage ist. Nach dem Herbst kommt bekanntlich der Winter und mit dem Winter vielleicht auch der Schnee. Hoffentlich, weil in der Stadt trifft man den Schnee eher selten, aber in einem Buch, welches
im Schnee spielt oder der Schnee eine Hauptrolle spielt, würde ich mir den Schnee vielleicht sogar ins Wohnzimmer holen. Das waren nun meine 5 Fragen und ich hoffe, du findest ein Buch, was auf diese 5 Fragen passt. Und ich denke, wir haben ja, wie du auch schon sagtest, einen sehr, sehr ähnlichen Buchgeschmack. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass du da auch Bücher finden wirst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ein restliches schönes Wochenende und mit wunderbaren Büchern. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Wie ich gerade angekündigt habe, habe ich kurz die Perspektive gewechselt, um dieses wunderbare Paket auszupacken. Und ich denke, wir legen jetzt einfach mal los. Und ich versuche mich an meinem Glück, dieses Bändel hier in einem Stück aufzureißen. Ja, wie es aussieht, habe ich Glück. Oh nein! So. Und wir schauen mal hinein und packen mal dieses wunderbare Paket aus. Okay, wir haben hier zum einen Der scharlachrote Wolf von Gederzdi Czorechli, wenn man ihn so ausspricht, aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Okay, das Buch sieht schon mal sehr, sehr spannend aus. Ich werde gleich mal hier diesen wunderbaren Kleber abmachen, um den Klappentext euch vorzulesen. Er fühlt sich heimisch in dieser Umgebung. Auch das Wolfsgeheul schien ihm jetzt fast vertraut, als käme es aus seiner Kindheit. Nur dass er größer geworden war, alles andere war gleich geblieben. Okay, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Holen wir mal das nächste Buch raus. Und dabei handelt es sich um Josefa Mendels, Du wusstest es doch, aus dem Wagenbach Verlag. Ach, hier muss ich nochmal den Kleber aufmachen, den Klebestreifen. Und hinten drauf steht, der jüdische Dichter Franz gibt sich 1943 auf der Flucht das Versprechen, jede Erinnerung an seine in den Niederlanden zurückgelassene Frau, seine 2 Kinder und seine Mutter in einem geheimen Winkel des Herzens zu schieben und den Rest weit zu öffnen. Dann begegnet er im Londoner Heidepark zufällig der ebenfalls exilierten Henriette und sofort beginnt ihre exzentrisch freie, ehrliche, intensive Liebe, die ihr eigenes Ende kennt und deshalb die Kompromisse umso kompromissloser lebt. Josefa Mendels schuf das Bild einer unabhängigen Frau auf großartige, humorvolle und poetische Weise. Klingt auch erstmal sehr, sehr interessant und sehr spannend. Freue ich mich sehr darüber. Klingt definitiv nach einem Buch nach mir. Dann haben wir hier Satoru und das Geheimnis des Glücks, Reiseberichte einer Katze von Hiro Arikawa aus dem Heine Verlag. Warum muss man eigentlich hier jedes Mal diesen Klebestreifen wegnehmen, um euch den Klappentext vorzulesen. Satoru und seine die Welt aus der Sicht eines klugen Katers. Satoru und sein alter Kater Nana machen sich auf den Weg. Auf ihrer Reise quer durch Japan besuchen sie alle Menschen, die Satoru auf seinem bisherigen Lebensweg begleitet, ihn geformt und geprägt, geliebt und geachtet, aber auch beneidet und kritisch beäugt haben. Doch am Ende schließen alle ihre Frieden mit ihrem Freund und Wegbegleiter Satoru genauso wie mit sich selbst und Nana betrachtet das alles aus der ihm eigenen Katzenperspektive. Er blickt den Menschen ins Innerste bis in die tiefsten Tiefen ihrer Seele. Doch was Nana nicht ahnt, er wird Satorus letzte Reise sein. Uha!
Klingt definitiv auch sehr, sehr interessant. Freue ich mich sehr darüber. So, dann kommen wir schon zum vorletzten Buch, weil wir haben nämlich insgesamt 5 Aufgaben, falls ich das von uns noch nicht gesagt habe. Und zwar haben wir hier Krokodilwächter von Katrin Engberg aus dem Diogenes Verlag. Auch hier muss ich standardgemäß diesen Sticker abnehmen. Und diesmal gelingt es mir nicht so gut. Auf jeden Fall sagt mir dieses Buch definitiv etwas. Gerade erst war Juli nach Kopenhagen gezogen, um Literatur zu studieren. Warum musste sie so jung sterben? Erstochen und von Schnitten gezeichnet. Es ist ein schockierender Fall, in dem Jeppe, Corner und Annette Werner ermitteln. Als bei Jules Vermieterin ein Manuskript auftaucht, in dem ein ähnlicher Mord geschildert wird, glauben die beiden, der Aufklärung nahe zu sein. Aber der Täter spielt weiter. Okay, das Buch ist ein bisschen zwar hier ein bisschen angeditscht und schmutzig, aber ich denke, das kriege ich wieder weg, aber ist gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall klingt das sehr, sehr spannend und ich glaube, ich habe mir das ein oder andere Mal schon mal angeguckt und bin sehr gespannt drauf. Und jetzt kommen wir schon zum letzten. Und zwar haben wir dann hier Max Porter Laney aus dem Kain und Auer Pocket Verlag. Auch hier muss ich wie immer diesen blöden Sticker. Und wie immer geht er jetzt beim letzten Buch. Wie soll es auch anders sein? Nicht besonders gut ab. Aber wir geben uns Mühe. So. Leni wohnt mit seinen Eltern in einem beschaulich britischen Dorf und bewegt sich in seiner ganz eigenen verträumten Welt. Eines Tages verschwindet er spurlos. Die Stimmen des Dorfes erwachen und plötzlich hegt jeder seinen eigenen Verdacht. Uha! Das klingt definitiv auch nach einem Buch, was gut für mich passen könnte. Das waren jetzt erst einmal die 5 Bücher, die ich aus dem Paket herausgenommen habe. Und versuche mit euch herauszufinden, zu welcher Aufgabe es passt. Und jetzt habe ich noch die wunderbare Aufgabe, die Bücher, die ich gerade mit euch ausgepackt habe, den jeweiligen Aufgaben zuzuordnen, die ich ja der Caro gestellt habe. Und das wird gar nicht mal so einfach werden, wie ich gerade beim Auspacken festgestellt habe, weil ich ja tatsächlich die Bücher so überhaupt nicht kenne. Aber wir werden das schon hinkriegen. Und zwar, die erste Aufgabe war ja, eingehüllt in eine Decke mit einer schönen warmen Tasse Tee im gemütlichen Wohnzimmer. Das Gewitter draußen erschreckt mich so sehr, dass ich Gänsehaut bekomme. Ein Buch, wo die Spannung nur so knistert. Ich glaube, dass ich tatsächlich da Der Krokodilwächter nehme, und zwar von Katrin Engberg aus dem Diogenes Verlag. Ich hatte euch ja vorhin den Klappentext vorgelesen und ich glaube, dass hier tatsächlich die Spannung nur so knistert. Ja, ich glaube, das ist das Buch für die erste Aufgabe. Obwohl ich gerade noch mal überlegt habe, ob es nicht auch noch ein anderes sein könnte. Aber nee, ich glaube, ich entscheide mich für den Krokodilwächter für die erste Aufgabe. In der zweiten Aufgabe hatte ich der lieben Caro ein Zitat von dem Gesang der Flusskrebse vorgelesen, in dem der Herbst so wunderbar beschrieben wird. Und ich wollte gerne ein Buch haben, beziehungsweise hatte die Aufgabe gestellt, wo der Herbst ebenso so zart beschrieben wird. Das wird ganz schön schwer. Das wird wirklich echt schwer. Und ich kann mich gerade noch gar nicht entscheiden, welches
Buch das sein könnte. Ich glaube, ich mache erstmal mit der dritten Aufgabe weiter. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so schwer ist, aber wir machen erstmal mit der dritten Aufgabe weiter. Die Tage werden kühler und wir treffen uns bei einem leckeren Kakao und deinem Lieblingscafé. Welches Buch würdest du mir empfehlen, das du ebenfalls im Herbst gelesen hast? Im ersten Moment denkt man, das ist eine wahnsinnig einfache Aufgabe. Jedenfalls, wenn man die Aufgabe stellt, aber dann das Buch herauszusuchen, welches eine Empfehlung ist, schwierig. Ich glaube, ich bin mir wahnsinnig unsicher, wie man gerade merkt. Machen wir weiter mit der fünften Aufgabe, bevor ich zu lange rätsel für die 2 und die 3. Machen wir einfach mit der fünften, also mit der letzten Aufgabe weiter. Und die war ja, nach dem Herbst bekommt bekanntlich der Winter. Und dies bedeutet Schnee, hoffentlich. Und wenn nicht, gibt es bestimmt ein Buch, in dem Schnee eine große Rolle spielt. Und dadurch, dass hier Schnee auf diesem Cover ist, denke ich einfach, dass das das Buch ist für die fünfte Aufgabe. Und zwar Der scharlachrote Wolf von Goderzdi Techocheli, ich hoffe, man spricht ihn so aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Ich denke, das passt ganz gut, dass bei ihr Schnee einfach abgebildet ist. Und vielleicht spielt ja auch hier Schnee in dem Buch noch eine große Rolle. Aber ich denke, das ist das Buch für die fünfte Aufgabe. Dann haben wir ja noch die vierte Aufgabe, die ich noch nicht weiter betrachtet habe. Und zwar ist das: Die dunklen Tage brechen an und die perfekte Zeit, in eine dunkle Seele zu schauen. Ach, das ist schwierig. Also ich denke, es ist einmal, es könnte entweder Lainey von Max Porter aus dem Kein und Aber Verlag sein oder Du wusstest es doch von Josepha Mendes aus dem Wagenbach Verlag. Aber ich glaube, dass ich mich für Lainey entscheide und hier den Blick in eine dunkle Seele bekomme oder ja, in eine dunkle Seele bekomme. Ich denke, dass das das Buch ist für die vierte Aufgabe. Aber hier hinten steht auch noch drauf, Max Porter hat einen Psychothriller geschrieben und eine Sozialstudie, einen Kriminalfall, ein Gespensterbuch und eine Komödie, vor allem aber ein psychologisches Meisterstück. Ich denke, das ist das Buch für die vierte Aufgabe und das, was ich gerade vorgelesen habe, macht mich unglaublich neugierig auf dieses Buch und ich bin schon sehr gespannt, das entdecken zu dürfen. So, dann haben wir also noch 2 Aufgaben, wo ich einmal die Empfehlung des Herbstes habe und zum anderen, was so zart ist, wie die Beschreibung im Gesang der Flusskrebse. Und ich glaube, dass das Buch ist für die den Herbst sehr, sehr zart darstellt, beziehungsweise sehr, sehr zart im Allgemeinen ist. Und ich denke, das ist Satoru und das Geheimnis des Glücks. Reisebericht einer Katze von Hiro Harikawa aus dem Heine Verlag. Und ich finde, das klingt, wenn ich mir das jetzt hinten durchlese, also nochmal hinten Revue passieren lasse, was ich euch vorgelesen habe, denke ich, dass das genau das Buch ist für die zweite Aufgabe. Und auch hier bin ich sehr gespannt, was dieses Buch für mich bereithält, einfach weil ich so die Art von Buch einfach noch nie gelesen habe. Aber ich lasse mich immer sehr, sehr gerne von neuen Dingen begeistern, beziehungsweise stecke meine Nase gerne auch in neue Dinge hinein. Und ja, bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Dann bleibt quasi nur noch die Herbstempfehlung von der lieben Caro. Und ich denke, dass das Du wusstest es doch von Josepha Mendes ist aus dem Wagenbach Verlag. Auch dieses Buch klingt unheimlich spannend. Caro und ich haben ja einen sehr, sehr ähnlichen Lesegeschmack, wie ich finde. Wir lesen vielleicht nicht immer die gleichen Bücher, aber von der Art und Weise lesen wir doch
die ähnlichen Bücher und ich denke, dass das ihre Herbstempfehlung ist. Und auch hier bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich denke, ich habe die 5 Bücher, den 5 Aufgaben jetzt entsprechend zugeordnet und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob ich die richtigen Bücher zu den jeweiligen Aufgaben gewählt habe. Das kann mir leider nur die liebe Caro sagen. Vielleicht schreibt sie das auch gerne nochmal unter dem Video. Aber ich bin sehr, sehr happy mit diesen Büchern und bin gespannt, welchen Lesestoff bzw. welche Lesestunden mir diese Bücher bereithalten. Ich kann nur auch nur so viel sagen, dass das Warten auf das Auspacken dieses Buchpakets sich definitiv gelohnt hat und ich jetzt 1,5 Monate ja an diesem Buchpaket vorbeigelaufen bin, weil es ja in meinem Arbeitszimmer lag, hat sich definitiv gelohnt und ich hoffe, dass die liebe Caro ebenfalls sich über die Bücher freut, die ich ihr rausgesucht habe und bin schon sehr, sehr gespannt, ob sie auch die Bücher aus meiner Perspektive richtig zuordnet. Und ja, mich würde es natürlich interessieren, ob ich das natürlich richtig erraten habe, aber das wird die Caro mir sicherlich verraten. Ansonsten bedanke ich mich noch ganz recht herzlich, dass die liebe Caro das mitgemacht hat und wir uns so mit Büchern nochmal beglücken können, auch wenn unser Sub wahrscheinlich jetzt so ein bisschen sich ins Fäustchen lacht, haha, wieder 5 Bücher auf meinen Stapel und der Sub ist natürlich dann wieder ein bisschen gewachsen, aber ich finde, das hat sich definitiv gelohnt. Also ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bedanken, liebe Caro, dass wir das ja gemacht haben, denn es hat sehr, sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, dass es natürlich auch noch sehr, sehr viel Freude bringt und dir ebenfalls sehr viel Freude bringen wird. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und was denkt ihr denn? Habe ich denn die Bücher zu den Aufgaben richtig zugeordnet oder denkt ihr, dass ich bei einer Aufgabe irgendwie falsch gelegen habe oder bei mehreren Aufgaben falsch gelegen habe? Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentarbox. Ich würde mich sehr so darüber freuen. Aber auch würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir sagt, mit welchem Buch ich denn sofort beginnen sollte, dieses zu lesen. Ansonsten kann ich euch nur noch einen schönen Tag wünschen, schöne Lesestunden und habt noch eine schöne Adventszeit. Bis dahin, tschüss!